Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder, eure Taino Weihnachtswichtel. Eure Taino Weihnachtswichtel mit den wunderschönen Wichtelmützen. Und wir sagen ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem ersten Adventsvideo am ersten Adventswochenende. Wie versprochen haben wir eine ganze Menge Geschenkideen für euch dabei und wir haben heute ein ganz leckeres Thema eigentlich, ne? Genau, Pizza. Pizza ist so unfassbar lecker vom Grill. Ich mache das tatsächlich relativ oft zu Hause. Ja. Und wir wollen euch einfach mal verschiedene Möglichkeiten vorstellen, von einem kleineren Budget bis über ein mittleres Budget bis hin zu unseren Pizzaöfen. Und wir legen los. Genau. Wir fangen mal an mit diesem Zubehörteil. Das ist der ganz normale Pizzastein. Der geht einfach auf den Grillrost oder auch im Backofen. Wichtig ist, dass ihr den Grill oder den Ofen dann ausreichend lange vorheizt, dass der Stein wirklich diese Hitze annimmt. Und dann könnt ihr da einfach die Pizza drauflegen und die wird unfassbar lecker und knusprig, weil sie eben von unten diese gespeicherte Hitze vom Stein abbekommt. Ne? So als Einsteiger, aber wirklich sehr, sehr leckere Ergebnisse, muss man sagen. Ja. Dann, das Ganze haben wir aber auch noch eine Nummer weiter. Ja. Und zwar ist das einmal unser Pizzastein mit der Pizzaplatte. Ja. Da ist einfach der Riesenvorteil, ich kann die Pizza auf dem Blech zubereiten und auch mit in den Grill legen auf den Pizzastein, dass das Ganze erstmal durchgaren kann. Ja. Und vor allen Dingen danach nochmal kurz auf den Pizzastein an sich, um den Boden richtig schön knusprig zu kriegen. Also quasi heißt, wie beim Italiener. Ja, ne? Genau. Ja. Gib mir mal dieses Blech, ich kenne das gar nicht. Ich habe das noch nie verwendet. Aber du verwendest das, ne? Ich verwende das. Ja. Das heißt, ich bereite hier die Pizza drauf vor, also ein bisschen Maisgrieß, dann Pizzateig, Tomaten, was auch immer, was man möchte. In der Zwischenzeit heize ich den Pizzastein auf dem Grill vor. Genau. Und dann packe ich das einfach auf den Pizzastein, sagst du? Einfach drauflegen und ein bisschen durchgaren lassen. Und dann? Danach kann man die Pizza mit im besten Fall unserem Pizzaschieber von dem Stein von der Platte runterholen. Okay, oder die Platte, genau, oder mit Handschuhen die Platte direkt, habe ich gehört. Geht auch, mit Handschuhen, auf jeden Fall Handschuhe, weil die wird natürlich auch heiß. Unter Umständen entweder mit einem Pizzaschieber oder halt mit Handschuhen runterholen und danach die Pizza wirklich einfach so auf den Stein legen, dass nur der Boden knusprig wird. Also das einmal weg, der Pizza auf den Stein und dann ist sie perfekt, sagst du, ne? Genau, ja, definitiv. Okay, das würde ich echt gerne mal probieren. Ich gebe dir das mal wieder. Okay. Lass uns das bald mal probieren. Sehr schön. Das ist so für das Mittlere. Und jetzt haben wir als Profi-Equipment ein ganz, ganz tolles Teil, muss ich sagen. Ich verwende das relativ oft. Wir haben hier auf dem Grill auf unserem Black 3 plus 1 schon mal die Pizza-Box platziert. Und diese Pizza-Box hat echt den Vorteil, ne, dass die durch ihr kleines Volumen da eine mega Hitze erzeugt. Da ist der Pizzastein schon integriert. Und wenn man das ausreichend vorheizen lässt, dann wird die Pizza wirklich extrem lecker. Das ist wie ein kleiner Pizzaofen. Ja, ne? die hat dann nochmal so ein eigenes Raumklima quasi. Genau, ne? Ja, genau. Wenn man es sogar noch ein bisschen toppen will, haben wir noch eine eigene Klappe hier vorne. Die gibt es noch dazu. Aber ich finde, so ist das schon absolut ausreichend. Die haben wir einmal in Schwarz und einmal auch in der Edelstahl-Variante. Je nach Geschmack, ne, von dem, den ihr beschenkt oder der, die ihr beschenkt. Also wirklich ein tolles Teil. Passt für viele Grills. Die Maße findet ihr im Internet. Müsst ihr einfach gucken, wie tief ist die Grillfläche, die Pizzabox und so weiter. Und dann kann man gucken, ob das passt. Sehr schön. Dann, ganz wichtiges Tool, ist hier unser Pizzaschieber. Den finde ich extrem wichtig, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn die Pizza beim Rein- oder Rausschieben verunglückt. Dann hat man die ganze Matsche im Grill. Und das ist einfach nur unendlich ätzend, wenn man Hunger hat. Ne? Deswegen gönnt euch so einen Pizzaschieber bzw. verschenkt den. Das ist wirklich ein sehr, sehr praktisches Ding. Ihr habt hier einen guten Pack an. Ihr könnt da die Pizza wirklich gut kontrolliert raus und reinkriegen. Und dann sollte eigentlich nichts passieren. Genau. Und wenn ihr dann zum finalen Abschluss eurer Pizza kommt, haben wir noch einen Pizzaschneider, ein Wiegemesser für euch. Auch ein tolles Teil. Damit die Finger auch am Ende dranbleiben und man die Pizza genießen kann. die könnt ihr die Pizza einfach auf ein Brett legen und innerhalb von Sekunden in die beliebige Anzahl von Stücken. Das geht ruckzuck. Ne? Also zack, 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 fertig. Genau. Super. Ja, auch ein tolles Teil, genau. Richtig. Ich finde oft mit diesem Pizzaroller, das ist so schwierig, ne? Dann hakt es am Rand und so und damit ist einfach sofort geschnitten. Eben. Ja, sehr schön. Das wären so praktisch die Zubehörteile für Pizza, wenn man jetzt einen Gasgrill hat. Wenn man sagt, ich bin so ein Pizza-Fan oder hier mein Freund, Mann, meine Freundin, Verlobte, wie auch immer, die ist so ein Pizza-Fan, die braucht wirklich das Nonplusultra.
Dann haben wir natürlich auch richtige Pizzaöfen. Genau. Und zwar drei verschiedene Stück. Wir haben den Tino Stoney, einen Pellet-Pizzaofen. Der macht eine Bullenhitze. In fünf Minuten ist der auf 470 Grad und dann sind die Pizzas natürlich in zwei Minuten fertig. Da haben wir auch schon verschiedene Videos gemacht. Könnt ihr gerne mal gucken. Dann haben wir den Tino Django. Ja. Das ist für die, die schon quasi im Gas-Setup stehen haben. Genau. Weil der Pizzaofen halt auch mit einem Gasbrenner funktioniert und an eine ganz normale Propan- oder Butanflasche angeschlossen werden kann. Mhm. Auch und super. Eignet sich super für einen Balkon oder für eine Terrasse, weil der halt nicht die Rauchentwicklung hat. Genau, ne? Das wäre so praktisch das Ding. Ne? Ja, richtig. Ja. Und dann, wenn man ein bisschen Platz hat, ein bisschen wie eine Terrasse zum Beispiel, haben wir diesen großen Standpizzaofen. Den finde ich auch sehr, sehr elegant und schön, ehrlich gesagt. Ne? Da macht man ein bisschen Feuerchen drin und dann oben ist das Fach für die Pizza. Und da kriegt man auch sehr, sehr leckere Pizza raus. Da kommt dann nochmal so richtig das Feeling rüber. Ja, absolut. Ja, genau. Es riecht dann auch immer schon so lecker. Ja, ne? Ja. Super, das war es eigentlich erstmal an unseren Ideen für eure Pizza-begeisterten Liebsten. Jetzt kommen wir natürlich noch zum schönen Teil. Wie versprochen, verlosen wir jedes Adventswochenende ein Teil. Das bedeutet, dieses Wochenende könnt ihr gewinnen unsere Pizza-Box. Die kann ich auch noch einmal hier in die Kamera mit reinhalten. Genau, das wäre schön. Ja. So, die ist auch schön mit Steinen innen drin und ihr habt die Chance, die zu gewinnen. Richtig, richtig tolles Teil, muss ich sagen. Ich verwende die sehr, sehr oft zu Hause und die macht wirklich leckere Pizza. Wenn man auf Pizza steht, einen Gasgrill hat und nicht noch einen extra Pizzaofen will, ist das eigentlich ein Must-Have. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Genau, was müsst ihr tun? Ihr müsst einfach nur dieses Video kommentieren und das Video liken. Und dann werden wir nächsten Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen, sodass ihr das hoffentlich noch vor Weihnachten bekommt. Wir drücken jetzt schon mal die Daumen. Ansonsten wünschen wir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Adventswochenende wiedersehen mit einem anderen Thema. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin, macht's gut.